Seit Sonntag ist das Internet absolut am Brennen wegen einer Eskalation zwischen dem durch zahlreiche Kochvideos mit bekannten Rappern bekannt gewordenen YouTube-Koch Charo und dem Ex-Bushido-Manager Arafat. Aber wie konnte eigentlich aus dem hier, Arafat Abou-Chaka bei Beast Kitchen, in weniger als 2 Jahren das hier werden? YouTube-Koch legt sich mit Clan-Boss an. Und wo soll das enden? Ich habe mal versucht, das ganze Ding aufzudröseln. Es ist ganz schön verzwickt. Seinen Anfang findet diese Story wohl vor gut 2 Monaten, als Charo das erste Video seiner kontrovers diskutierten Videoreihe veröffentlichte, wo er sich mit Menschen aus den Rändern der Gesellschaft trifft, wie er selbst sagt. Hier traf er nämlich sich mit Ibrahim El-Azazi, welcher in Medienberichten als salafistischer Influencer bezeichnet wird. Aufgrund dieses Videos bekam Charo, so wie ich es mitbekommen habe, direkt 2 parallele Shitstorms. Einerseits wurde ihm nämlich vorgeworfen, solchen Menschen eine Plattform zu bieten, und andererseits wurde ihm quasi genau entgegengesetzt vorgeworfen, gegen den Islam zu sein. Jemand, der ebenfalls Zweiteres vertrat, war der TikToker Momo News, und hier kommt dann zum ersten Mal auch Arafat in der Öffentlichkeit damit in Berührung. Aber erstmal kurz. 10. Apropos 10, mit dem Code RAP10 gibt's bei SEKTPLUS 10%, und damit sind dann auch einhändige Klimmzüge gar kein Problem mehr. Momo News ist in letzter Zeit, genau wie auch die TikToker Barello oder Osan, viel in Livestreams gemeinsam mit Arafat zu sehen. In einem solchen äußerte er sich über Charos Video dann unter anderem so. Er hat sich ein Eigentor geschossen, hat das YouTube-Video gelöscht. Er sollte sich im Boden bis zum Boden schämen, dass er da saß wie ein kleiner Christian-Moderator von Stern-TV. Aus dieser und weiteren Ansagen von Momo gegen Charo entstand wohl ein ordentlicher Beef zwischen den beiden, welcher aber zwischenzeitlich geklärt werden konnte. Dennoch bildet das den Anfang des Streits von Charo und Arafat. Denn plötzlich konnte man hier und da auch von Charo eher negative Worte über Arafat hören, wie beispielsweise hier vor gut 2 Wochen. Also mit Arafat habe ich ja direkt gesprochen. Mhm. Weil da war ich ja wirklich sehr, sehr enttäuscht von denen. Mehr als enttäuscht. Aber das, er weiß Bescheid. Vor wenigen Tagen dann war Charo wieder mal auf TikTok live, und diesmal gemeinsam mit dem TikToker Arroganter Pate, welcher in der Vergangenheit ebenfalls auch des Öfteren mit Arafat live war. Hier ging es dann auch um diesen Shitstorm gegen Charo und den Stress mit Momo, und dann fiel dieser Satz. Der Arafat hat gesagt, ich soll gegen dich schießen. Arafat hat das gesagt, Ulwallah. Am Anfang aber, ne? Am Anfang, aber nicht jetzt so. Am Anfang, wo ich... Ab diesem Zeitpunkt ging dann generell so das Gerücht rum, dass Arafat die ganzen TikToker um ihn herum, wie eben Arroganter Pate, aber auch Barello oder Momo oder Osan, auf bestimmte Leute hetzen würde. Auch wenn der Arrogante Pate sich nur wenig später öffentlich für diese Behauptung entschuldigte und sagte, das stimme gar nicht, und auch Leute wie Barello oder Osan das dementierten, hält sich das Gerücht weiterhin. Und so scheint auch Charo weiterhin dieser Meinung zu sein. Vergangenen Sonntag kam dann das, was scheinbar schon länger irgendwie im Hintergrund gebrodelt hatte, auch mit einer Eskalation an die Öffentlichkeit, denn plötzlich verbreitete sich ein Video eines Telefonats von Charo und Arafat wie ein Lauffeuer im Internet. Wir sehen hier Charo im Auto, wie er mit Arafat und noch jemandem wohl über Freisprechanlage telefoniert, und jemand, der mit im Auto von Charo sitzt, hat das ebenso mitgefilmt. In dem Video ist das Telefonat dann zunächst am Anfang noch einigermaßen ruhig. Okay, ist kein Problem. Du hast meine Nummer. Warum rufst du mich nicht an und sagst, Ali will mitkommen? Im weiteren Verlauf eskaliert es aber ordentlich. Laut Übersetzungen im Internet, die ich jetzt persönlich nicht beurteilen kann, ob sie stimmen oder nicht, gab es unter anderem auch harte gegenseitige Beleidigungen mit Familie und so weiter, und beispielsweise auch sowas. Du Hund, renn nicht durch! Du Hund, renn nicht durch! Du Hund, renn nicht durch! Aui, aui! Du, Kalatala, wer bellt wie ein Hund gerade? Ich oder du? Weil die Wahrheit geht nicht. Weil die Wahrheit geht nicht. Es geht Achsan Lek. Es geht Du bist eine Fangirl in Nutte. Nachdem dieses Video dann rumging, war aber noch lange nicht Schluss. Zunächst einmal sprang nämlich die Bild-Zeitung drauf und veröffentlichte den eben ja schon erwähnten Artikel. Aber auch Charo selbst ließ nicht wirklich locker und zeigte sich betont entspannt in zahlreichen Livestreams, wo er aber unterschwellig auch weiter so ein bisschen Ansagen verteilte. So ließ Charo nämlich beispielsweise in seinem Stream im Hintergrund Mephisto von Bushido laufen, also den Track, den Bushido ja gegen Arafat veröffentlicht hatte, oder sagte Dinge wie das hier. Heutzutage, meine lieben Freunde, nie einschüchtern lassen, wirklich nie einschüchtern lassen. Wenn du in Hack bist, sprich immer dein Hack raus. Da kann die ganze Welt gegen dir sein.
Diese Aussage wiederholte Charo auch gestern noch einmal, indem er nämlich in seiner Instagram-Story einen Screenshot des Bildartikels teilte und hierzu schrieb: Die Zeit der harten Ansagen sind vorbei. Lasst euch nicht einschüchtern. Bis hierhin hatte Arafat selbst öffentlich auf diese ganze Geschichte noch nicht reagiert. Doch dann kam gestern Nachmittag diese Story von Arafat. Da das Thema mit und durch Charo schon so weit in die Öffentlichkeit gelangt ist, dass sich das LKA an mich gewendet und mir eine Gefährderansprache ausgesprochen hat und die Bild-Zeitung auch schon auf den Zug aufgesprungen ist, muss ich hier einfach Stellung zu nehmen und einige Punkte klarstellen. Und so war Arafat dann gestern Abend tatsächlich live auf TikTok gemeinsam mit Barello und Momo News und erklärte seine Sicht der Dinge. Zunächst einmal erzählte Arafat hier, dass er Charo schon lange kennen würde und er auch deshalb als Unterstützung damals zu ihm zu Beast Kitchen gekommen sei. Der erste kritische Punkt sei dann wohl eben dieses Video von Charo mit dem Sheikh Ibrahim gewesen, denn auch diesen würde Arafat schon länger kennen. Und so habe dieser vor seiner Zusage bei Charo mit Arafat geredet und gesagt, er habe keine Lust zu Charo zu gehen, falls der Plan dort sei, ihn quasi schlecht dastehen zu lassen. Charo habe dann gegenüber Arafat erklärt, dass das eben nicht der Plan sei, was Arafat weitergegeben habe. Schlussendlich war das aber wohl, zumindest aus der Sicht von denjenigen, die da den Shitstorm dann gegen Charo im Anschluss betrieben hatten, wohl doch die Intention des Videos. Daraufhin ist ja dann der Stress zwischen Momo News und Charo entstanden und hier sei dann ein Treffen von Momo und Charo geplant gewesen. Auf Bitte von Momo sei dann der Cousin von Arafat mit Momo mitgekommen, was laut Arafat für Charo angeblich eine linke Aktion gewesen sei. Obwohl sich auch der Cousin von Arafat und Charo schon lange kennen würden. Zu diesem Treffen sei es dann allerdings nicht gekommen. Später hätten sich aber Charo und Momo dann doch irgendwie zu zweit getroffen und halt die Sache geklärt, sich versöhnt. Dennoch sei es dann eben zu dem Telefonat in dem Auto gekommen und Arafat erzählt hier, er habe dabei Dinge zeitversetzt gehört, was wohl leichte Missverständnisse zwischen den beiden befeuert habe. Dennoch habe dann Charo ihn beleidigt und deshalb sei auch eben Arafat ausgeflippt. Weiter erzählt Arafat, dass zwischenzeitlich wegen diesem Telefonat sogar das LKA Berlin bei ihm gewesen sei, welche ihm auf Wunsch des LKA Düsseldorf eine Gefährderansprache gehalten hätten. Der Grund für diese ganze Eskalation wird aber weiter nicht so richtig klar. Arafat behauptet allerdings, dass Charo mit aller Macht versuche, eine bestimmte Veranstaltung von Arafat im März zu verhindern. Warum genau, sagt er nicht. Aber Arafat sagt weiter, Charo habe das Telefonat veröffentlicht, um Arafat noch mehr Probleme zu verschaffen, als er eh schon habe, und sagt beispielsweise etwas kryptisch auch das hier. Ich weiß, gewisse Gruppierungen feiern dich jetzt, weil du das gemacht hast. Dann bleib mit denen. Möge Allah, wo die Gruppierungen sind, bist du mit denen. Abschließend sagt Arafat dann an Charo gewandt zudem noch das hier. Ich gebe dir was ans Herz, wirklich. Ich werde dich hier nicht beleidigen. Weniger Drogen, ja. Dann gibt es keine Psychose, immer weniger. Ich wünsche dir nur das Beste. Dass diese ganze Geschichte damit jetzt einfach vorbei ist, dürfte wohl eher nicht der Fall sein. Denn noch heute Morgen legte auch Charo weiter nach, indem er nämlich einen Screenshot dieses Arafat-Livestreams von gestern Abend in seiner Instagram-Story teilte. Aus einem Moment, wo Arafat gerade so einen Hut von Zuschauern gegiftet worden war, so ein TikTok-Ding. Charo schreibt hierzu, was kostet eine Tankfüllung nach Berlin? Wie viele Cowboy-Hüte wären das? Die Eskalation scheint also gerade erst so richtig an Fahrt aufzunehmen. Hoffen wir mal, dass es nur im Internet bleibt. Liebe geht raus an alle Patreons und ich bin da mal weg. Haut rein.